Verdienst, was jetzt kommt. Sir, dazu habt ihr keine was machen Sie auf der Straße? Ja, mir egal. Nicht gesehen, aber sowas kann man leicht. Ja, wir müssen da erstmal da hinten hin. Das ist ganz schön weit entfernt. So, einmal hier durch. Die Stadt steht in Flammen und ihr unternehmt nichts. Ihr wartet, dass sie euch retten. Ich sage euch, die Maschinenmenschen sind die Pest. Sie sind unter uns, wisst ihr. Jeder kann sie sehen. Und ihre Meister ja. Manipulieren. Ich habe keine Ahnung, was er bringt, wenn man da rein trifft. Übungsdrills für augmentierte Soldaten? Alles okay, die planen hier alle so einen riesen Aufstand. Und ich habe hier irgendwie gerade so ziemlich leichte Lachs. Oder Ruckler. Aber ich hoffe, euch stört das jetzt gerade nicht. Mich persönlich stört es jetzt gerade eher weniger. Da ist ein riesen Roboter. Aber, wohin muss ich denn überhaupt da hinten hin? Jensen, Seraph hat gesagt, ich soll die Sicherheitsloks im Convention Center für Sie hacken. Sandoval hat sich abgemeldet. Er ist nicht mehr dort. Taggart weiß sicher, wo er hin ist. Glauben Sie wirklich, er wird Ihnen das während eines Aufstands vor allen Medien erzählen? Wenn ich ihn höflich darum bitte. Okay, falls das nicht funktioniert. Er hat eine Garderobe hinter der Bühne. Ein Mann wie Taggart hat seine Leute sicher ständig im Blick. Ja. Im Convention Center scheint alles unter Kontrolle zu sein. Und Taggart? Ist gerade auf der Bühne. An den kommt keiner ran. Die Wachen lassen nur Leute mit VIP-Karte durch. Wir sollen hier nur dafür sorgen, dass keiner dieser Spinner durch die Hintertür einkommt. Da liegt doch was drin. Mitnehmen. Habe ich vielleicht hier noch was drin? Nein. Nein. Ah, hier. Wenn wir da hochkommen, ja. Kommen wir zum Mädchenklo? Oder Damen, Herrenklo? Ich weiß gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet, gerade wo wir hier gerade sind. Ich denke mal, da ist der Damenklo. Oder? Ja doch, ich denke mal, das ist das Darmklo. So, mal gucken, was uns hier dann erwartet. Ich denke mal, es erwartet uns wieder eine Schießerei. Könnte ich drauf verwetten. 50 Euro! Da hier. Ne, so, da, Ballerei, boom, boom, boom. Ich hoffe ja nicht. Einmal nur ein bisschen Ruhe. Ganz gemütlich durch die Gegend klatschen. Ach, hallo. Ist Ruhe hier, ne? Liegt aber alles auf dem Boden. Super. Gucken wir jetzt mal unten um. Ob wir hier vielleicht irgendwo was finden. Boah, ich denke mal, ich denke mal, da hackt sich bei uns jemand rein ins System. Bill verändert die Welt wirklich zum Besseren. Das kann nichts Gutes bedeuten, ganz ehrlich. Ich halte nichts von Taggarts Stein. Ich hatte das schon zum zweiten Mal gehabt. Seit Anfang dieser Mission vorher nie gehabt. Das bedeutet nichts Gutes. Kann nicht, nein, geht nicht. Doch nicht gleich auf, bloß weil ich andere am Main. Ist Karl noch auf seinem Posten? Ja. Der Bereich hinter der Bühne ist abgeriegelt. Da kommt im Moment nicht mal der Hausmeister ran. So, einmal hier rein. Die Evolution der Menschheit ist eine Utopie. Aber genau das meine ich. In einer Welt... Wo ist Ihr Handlanger Taggart? Vor 6 Monaten haben einige Söldner Seraph Industries attackiert, um unsere Forschung zu behindern. Heute weiß ich, dass der Angriff nur ein Vorwand war. Megan Reeds Team wurde entführt und Isa Sandoval, ihr persönlicher Berater, war involviert. Das ist lächerlich. Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie Mr. Jensens Eindringen. Ich versichere Ihnen, diese Anschuldigungen sind absolut haltlos. Ach ja? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Es gab eine Planänderung. Seraphs Team darf die Anhörung nicht erreichen.
Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Das ist Ihr Mann, Taggart. Er spricht davon, GPL-Implantate zu entfernen, damit die Entführer von Seraphs Wissenschaftlern alles vertuschen können. Ich weiß, was das hier soll. Seraph Industries stand in den letzten Tagen zweimal im Zentrum der Kritik. Zum einen nach den schockierenden Berichten aus Montreal, denen zufolge Biotech-Unternehmen an geheimen Experimenten mit Supersoldaten beteiligt sind, und zum anderen nach der heutigen Eskalation der friedlichen Proteste. David Seraph und seine Spießgesellen fürchten den Druck der Öffentlichkeit. Also schicken sie diesen Mann, um meinen Ruf zu zerstören. Ich bin hier, Taggart. Sehen Sie mich an. Ich gebe zu, es würde mir gefallen, vor der Presse Ihren Ruf zu zerstören. Schließlich machen Sie mit meinen Kollegen seit Jahren dasselbe. Aber deshalb bin ich nicht hier. Seraphs Wissenschaftler leben. Und es wird Zeit, die Wahrheit zu enthüllen. Die Wahrheit, Mr. Jensen, ist, dass diese Aufnahme gar nichts beweist. Jeder x-beliebige Gegner der Humanitätsfront hätte sie anfertigen können. Allen voran Sie, mein Freund. Konfrontieren, diskreditieren, keine Ahnung, was das heißt. Sie haben nerven mich als Joker zu bezeichnen. Oder leugne etwa ich meine Beteiligung an Entführung oder Morden. Sie haben recht, für eine Verurteilung reicht sie nicht, aber für einen Durchsuchungsweg mehr will ich nicht, Taggart. Warum stehen Sie noch im Weg? Sie haben recht, für eine Verurteilung reicht sie nicht. Aber für einen Durchsuchungsbefehl mehr will ich nicht, Taggart. Warum sperren Sie sich dagegen? Das tue ich nicht. Ich schütze nur... Hören Sie, Mr. Jensen. Sie tun mir leid. Vielleicht ist es gerade gut, dass Sie mit der Aufnahme zu mir kommen, anstatt damit zur Polizei zu gehen. Sie wünschen sich so sehr, sie würde irgendetwas beweisen. Sie brauchen jemanden, den Sie für das emotionale Trauma verantwortlich machen können, das Sie erlitten haben, als Sie nach Ihrer Operation merkten, dass Sie kein Mensch mehr sind. Es ist verdammt hart, nach so einem Leben zurückzufinden, aber ich habe es geschafft. Immer noch 5 Menschen vermisst werden und ihre Angreifer nie für ihre Tat haben. Nadnehmer, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin von der Vergangenheit besessen, Taggart, weil immer noch 5 Menschen vermisst werden und ihre Angreifer nie für ihre Tat bezahlt haben. Ihre Weigerung, mir zu helfen, ist ein Affront gegen die Gerechtigkeit. Ich wäre der Letzte, der sich der Gerechtigkeit verschließt. Ich frage mich allerdings, ob Ihr Weg der richtige ist. Wonach suchen Sie hier wirklich? Absolution? Nach dem Gefühl der Kontrolle, das Sie verloren haben, als Ihre Gliedmaßen amputiert wurden? Denken Sie wirklich, hierher zu kommen und mich zum Feind zu erklären, hilft Ihnen weiter? Ja, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Wir werden ihn auf jeden Fall weiter diskreditieren, weil das hilft anscheinend sehr gut. Ich muss Sie nicht zum Feind erklären, Taggart. Was Sie tun, spricht für sich. Sie haben die Anti-Augmentierungsbewegung ins Leben gerufen. Und jetzt sorgen terroristische Augmentierungsgegner jeden Tag für Schlagzeilen. Sie sagen, die Humanitätsfront wäre nicht gewalttätig. Aber sehen Sie sich um. Natürlich ist sie das. Ich verurteile die Gewalt. Aber ich kann sie nicht stoppen. Du bist ein Arschloch. Ganz einfach. Ich habe die Humanitätsfront gegründet, um anderen das Leid zu ersparen, das ich erleben musste, als ein Augmentierungsjunkie meine Frau ermordete. Ich habe es getan, um der Gewalt entgegenzuwirken. Aber das verstehen Sie nicht. Deshalb behaupten Sie, meine Leute wären an Terrorakten beteiligt. Aber Sie irren sich. Und Sie lügen. Na, wird er aggressiv? Seit Sie zum Chef erklärt wurden, sind Sie für alle Mitarbeiter verantwortlich. Ja. Wer tritt denn hier das Andenken Ihrer Frau mit Füßen? Seit Sie sich zum Chef erklärt haben, sind Sie für alle Ihre Mitarbeiter verantwortlich. Sandoval hat Seraph angegriffen und Sie verstecken ihn vor mir. Sie sind keinen Deut besser als er. Sie unverschämter Mist! Mr. Jensen. Würden Sie Isis Sandoval so gut kennen wie ich, also den Kern seines Wesens, trotz der Geschichte seiner Familie, dann würden vermutlich auch Sie ihn verteidigen, wie ich es tue. Aber Sie haben recht. Wenn er etwas Unrechtes getan hat, muss die Wahrheit ans Licht gebracht werden.
Ich werde Ihnen sagen, wo Isaac ist.